Freunde, kommen wir jetzt mal zu dem geilen Ding hier, dem Harden Volume 1 von Adidas im All-Star Colorway. Ich möchte es schnell und knapp halten, extra, damit ihr nicht so ewig die Videos gucken müsst, deswegen fangen wir gleich an. Kommen wir als erstes also zur Traction, also zum Grip, was geht hier ab. Kurz gesagt, es ist Bombe. Das ist eine durchsichtige Sohle, deswegen war ich ein bisschen kritisch, auch finde ich persönlich, dass das gar nicht so aggressiv aussieht, aber es fühlt sich schon irgendwie gut an. Es ist relativ hart. Ich denke, ihr könntet eine Weile auch draußen damit spielen. Ich würde es aber nicht auf Dauer empfehlen. Nimmt gut Staub auf, müsst ihr halt relativ regelmäßig drüber wischen, aber solange wie die Halle moderat sauber ist. Sie muss nicht mal richtig sauber sein. Also die normale Staubschicht, die ihr in den ganzen normalen Hallen immer so findet, die nicht an dort gebohrt werden, könnt ihr euch eigentlich nichts anhaben. Grip, geil. Definitiv auch wahrscheinlich mit das Stärkste an diesem Schuh, also der beste Punkt. Voll zufrieden. Stoppe, super hart, in eigentlich jeder Situation. Der Schuh hat mich per se nie im Stich gelassen. Kommen wir zur Dämpfung. Die Dämpfung, ich würde sagen, klingt mehr als es ist, trotzdem nicht verkehrt. Full-Length Boost, ähnlich wie zum Beispiel bei dem Crazy Explosive von Adidas oder dem Duro 7. Klingt also erstmal nice und so, weil ich es von denen schon kenne, ist hier definitiv, aber fällt hier anders aus. Vorne ist es der Boost so schmal, sag ich mal, dass ihr eigentlich, ich spüre den eigentlich fast gar nicht mehr. Die Impact Protection vorne ist sehr gering, was allerdings auch wieder positiv zu bewerten ist. Dadurch habt ihr kein schwammiges Gefühl oder so, sondern ihr habt quasi Straight Response, also ihr könnt eure volle Energie, wird übertragen auf den Boden und ab geht's. Gerade für Guards dann wieder optimal, schnelle Crossover, schnell sprinten und so weiter. Perfekt. Ihr habt hinten im Heel, im Hacken, ihr habt ein bisschen Boost. Es ist, er ist gecaged, also sprich hier sozusagen eingefercht, eingefangen, wie auch immer. Kann sich dementsprechend nicht ganz so doll ausdehnen. Trotzdem ist okay. Also es ist nicht so viel, wie ich zum Beispiel erwartet hätte. Es schützt euch dennoch, es ist okay, es fühlt sich insgesamt aber sehr stabil an. Es ist definitiv überhaupt nicht mit dem zu vergleichen, was ihr vielleicht auch von einem Casual Sneaker wie dem Ultra Boost oder sowas kennt. Ganz anders. Aber okay, aber nice vom Prinzip her. Definitiv nicht zu Big Man. Kann man gleich dazu sagen, ist aber auch im Endeffekt immer nur meine Meinung. Material, es gibt verschiedene Modelle, es war das ja öfter so, ihr könnt den auch in PrimeKnit holen und in was weiß ich was. Der hier speziell hat hier vorne so ein Leder-Overlay, was ich persönlich nicht schlecht fand. Viele fanden das nicht so gut, habe ich rausgehört, was meint, das drückt, das dies, ist das, ist sonst was. Gibt auch den Schuh mit so einem Synthetik-Overlay, was viele besser fanden. Ich persönlich finde es nice, es ist gutes Leder. Es hat nicht gedrückt, bei mir auf jeden Fall. Was anderes hat gedrückt, aber dazu komme ich gleich noch. Ansonsten der Booty hier, der Upper, ist so eine Art, oh, keine Ahnung, Knitted Mesh, also irgendwas, ich kann es nicht genau sagen, aber es ist nice, das fühlt sich gut an. Es ist relativ weich, nicht zu weich, sehr stabil, gibt guten Halt,
Ein solider Heel Counter ist hinten auch drin, also ihr seid einigermaßen fest, das machen wir auch gleich nochmal im Schuh verankert. Insgesamt aber fühlt es sich gut an. Wenn ihr ihn erstmal anhabt und ein bisschen getragen habt, wird das Material, passt sich eurem Fuß gut an und ist nice, ist okay. Kann man nicht viel gegen sagen. Ja, kommen wir so ein bisschen zum Aussehen, weil es bei dem Schuh einfach irgendwie wichtig ist. Nice. Ich finde, der Schuh sieht absolut nice aus. Es gibt ihn ja in verschiedensten Farben. Am liebsten hätte ich die Black History Month Version gehabt. Die kam ja in Deutschland leider überhaupt nicht raus und ist ja auch limited und bla bla bla. Ich finde aber, der hier ist auch, dieser Schuh ist einer der best looking sozusagen von denen, die ich auf jeden Fall gerade so auf dem Schirm habe. Absolut cool, Aesthetics, sieht am Fuß und so insgesamt auch so cool aus, wie er auf Bildern aussieht. Ist nice. Wie sitzt dieser Schuh? Typisch Adidas Problem, er fällt zu groß aus. Ein Stück weit weg, vielleicht sogar deutlich zu groß. Ich bin half size down, also sprich, ich habe normalerweise eine 10,5, also eine 44,5. Bin hier auf eine 10, auf eine 44 gegangen. Wäre vielleicht sogar mit einer 9,5, mit einer 43,5 oder was das bei Adidas genau ist weggekommen, weiß ich nicht, aber der ist nice. Also halbe Größe runter sollten wir auf jeden Fall fast immer machen bei Adidas. Warum? Ich weiß es nicht. Ansonsten kommen wir dazu, dass der, am Anfang trägt er sich ein bisschen schwierig. Also ihr schlüpft da rein und denkt so, oh, der ist ein bisschen heavy und der drückt irgendwie und fühlt sich nicht so. Es gibt andere Schuhe, wie zum Beispiel ein KD9 oder so, da schlüpft man rein und denkt, jo, geht los. Hier, ihr müsst erstmal, ein Crossover behind the back, bisschen dies, das und so und ein paar Mal im Kreis drehen, ein bisschen hin und her sprinten, dann ist der good to go. Also ihr spielt ein paar Mal drin, der braucht ein bisschen Break-in-Time. Der fühlt sich am Anfang irgendwie ein bisschen klobig an, ein bisschen unbeholfen, aber er wird sehr schnell sehr nice. Ich dachte am Anfang auch, was ist denn das? War fast schon enttäuscht, ein paar Mal drin gespielt, nice. Jetzt inzwischen finde ich ziemlich nice. Ich persönlich hatte nicht dieses Leder, das es irgendwie gedrückt hat oder so, was viele gesagt haben, dass das irgendwie drückt. Überhaupt nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das gehen soll, weil das Leder ist weich, relativ weich meiner Meinung nach. Also da kann eigentlich nicht so viel passieren. Aber diese Shoelaces, also sprich diese Schnürung, die wird hier nicht komplett abgedeckt durch die Lasche von innen. Und zwar die ganz vordere hier. Das heißt, die drückt von unten so ein bisschen gegen euren Fuß gegen. Das ist unangenehm, geht aber weg mit der Zeit. Das müsst ihr halt ein paar Mal spielen, dann geht das weg. Aber am Anfang war das ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Des Weiteren, es gibt viele Leute, die schlüpfen hinten raus. Also quasi dieses Heel Slippage nennt sich das letztendlich. Ich persönlich muss sagen, ich habe das nicht. Ich sitze da relativ gut drin, aber durch das gesamte System des Schuhs, der Aufbau, auch dieser Burrito Fit nennt sich das, diese Lasche, die quasi zur Seite kommt und dann übergelegt wird so, man sitzt nicht so 100% stabil drin. Ihr könnt das hier auch nicht so richtig festziehen, wie es einige vielleicht haben wollen würden, weil irgendwie ist das alles ein bisschen schwierig, das System. Man sitzt gut, ich habe ein gutes, stabiles Gefühl gehabt und so, nicht das Gefühl, dass ich irgendwie rausrutsche oder so, aber ich habe definitiv auch schon in Schuhen gespielt, in denen ich mich insgesamt nochmal deutlich sicherer, fester, besser, die sich besser meinen Fuß angeschmiegt haben, als dieser hier. Ich denke, das ist ein bisschen Design und Material gebunden, dass es hier nicht ganz so nice ist. Ich würde von daher auch definitiv empfehlen, wenn ihr die Chance habt, probiert ihn mal an, wie das für euch so ist. Es wird definitiv Leute, gerade mit schmalen Füßen, also ich zum Beispiel spiele Double Sock, also zwei Paar Socken, sicherheitshalber, ein bisschen, auch weil der relativ breit ausfällt vorne. Nicht super breit, ist kein LeBron breit, aber ist kein KD9 schmal, ist so ein Mittelding. Muss man halt mal gucken, gerade wenn man einen schmaleren Fuß hat, muss man mal gucken, wie ihr wirklich da drin sitzt. So. Im Zweifelsfall muss man aber ja leider immer erstmal zwei, drei Wochen drin gespielt haben, um wirklich zu sagen, wie er sitzt. Aber an für sich, richtige Größe, ganz nice, ist okay. Kommen wir nun zum Overall, also wie bewerte ich diesen Schuh, was würde ich euch sagen, könnt ihr den kaufen, könnt ihr den nicht kaufen und so weiter und so fort. Ich bin zu einem Punkte-Rating insgesamt übergegangen, da ich ja auch auf meiner Blogseite sozusagen jetzt immer noch mal schnell darüber schriftlich schreibe, für die es nochmal nachlesen wollen und so weiter und so fort und vielleicht was genaueres sehen wollen. Ich würde diesem Schuh insgesamt 8,5 von bis 9 von 10 Punkten geben. Folgende Probleme, er ist der hat 160 Euro kostet, es gibt ihn glaube ich auch so für 130 bis 140 Euro in anderen Farben und so weiter und so fort. Zu teuer meiner Meinung nach. Das Material sowie die Performance liefern mir nicht genug für 160 Euro. Aber den Preis außen vor gelassen ist der schon nice. Der ist wirklich geil. Ich spiele super gerne mit dem, ich finde der sieht geil aus.
Traction lässt euch nicht im Stich, Material am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn ihr erstmal drin seid, ne, 3-4 Crossover gemacht, 2-3 Dunks, ist okay, läuft, ist nice, passt sich an, ist cool, Material ist in Ordnung, könnte auch besser sein. Warum er halt letztendlich diesen Abzug kriegt, ich mache das ab vom Preis, also der Preis ist immer nebensächlich, weil es gibt viele, die sagen, ist mir egal, ne, schmeißen das Geld raus, es gibt Leute, die sagen, schwierig, deswegen, um das erstmal, ich sag's, aber egal, Performance-wise ist einfach nur, also nur von der Bewertung her, was er wirklich kann, ist immer diese Bewertung, diese 8,59 Punkten. Die Schnürung ist nicht perfekt, die Schnürung ist optisch geil, aber sie ermöglicht euch, wie gesagt, nicht diesen super geilen, engen, super anliegenden Fit und so, und insgesamt fällt er schon ein bisschen eigen aus. Man muss sich daran kurz gewöhnen. So wie dieser Hacken. Er ist fest, ich bin nie rausgeschlüpft, aber irgendwie, ich habe Schuhe, in denen habe ich oder fühle ich mich persönlich etwas sicherer. Also etwas besser drin. Das ist der Grund, warum ich diesem Schuh ein bisschen Abzug gebe. Vielleicht auch noch der Boost ist, ich hätte ein bisschen mehr erwartet, aber andererseits ist es auch irgendwie nice. Es ist typenabhängig, denke ich mal, je nachdem. Das ist für jeden was anderes. Für den einen ist es vielleicht zu viel Boost, das glaube ich eigentlich nicht. Für viele wird es zu wenig sein, kann sein, aber an für sich ist es ein geiles Ding. Für einen Guard, für einen Shooting Guard, für einen Small Forward, für einen Point Guard oder so, ist nice. Ist definitiv, ist ein geiler Schuh. Ich kann euch sagen, ihr könnt den ohne Bedenken kaufen. Also das ist ein geiles Ding, aber ich würde vielleicht warten, bis ein Sale geht, weil so für 110, 120 Euro oder sowas in dem Dreh, da gehört er hin für mich. Das ist, wo er eigentlich vom Material und von der Performance her hingehört. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendwas, Instagram könnt ihr immer checken, YouTube einfach kommentieren, wie auch immer. Ansonsten, wenn es nice ist oder euch gefällt oder sonst was, empfehlt es gerne weiter, damit ich ein paar mehr Viewer kriege und so. Und dann kann ich das auch alles irgendwie weiter fortführen. Ansonsten, das war's von mir und man hört sich.